Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Minimetro. Nach einer langen Zeit spiele ich das Spiel wieder mal. Und mal schauen, wie es wieder mal so läuft. Wir schauen uns doch heute gleich mal an die tägliche Herausforderung. Montreal Standard. Ja, let's go. Erstmal gleich wieder langsam anfangen. Die Zeit etwas vergehen lassen, damit wir hier auch ein bisschen No. Okay, man sieht schon. Bin da ein bisschen aus der Übung. So. Machen wir das mal so. Dreieck. Können wir gleich mal die dritte Linie mit einbeziehen? Woche 2, 4 Tunnel haben wir. Eine neue Linie, da wir 4 Tunnel haben, sollte das vorerst reichen. Hier jetzt einen Kreis zu ziehen, würde nicht viel Sinn machen, da wir hier gleich noch mal einen Kreis haben. Ja, nice. Alles ist bloß Kreise, die hier auftauchen. Gleich ist wieder eine Woche vorbei, dann bekommen wir wieder einen neuen Zug oder eine neue Linie, besser gesagt. Bei Gelb könnte man sich vielleicht schon einen weiteren Zug mitnehmen. Oder einen Waggon. Oder wir schließen mal hier die gelbe Linie, genau. Sieht auch gut aus. Ja, ich mache das mal so. Dann haben wir hier zwei Kreise. Einen kleinen und einen großen Kreis, der hier fährt. Eine Linie mitten durch und die andere von
Norden nach Süden. Wenn das Norden ist. Immer diese Kreise, das ist ein Problem. Bringt halt nicht viel, zwei Kreise nacheinander zu nehmen. Hier nehme ich jetzt mal noch einen weiteren Zug dazu. Vielleicht mit Blau nach hier oben zu diesem Kreis. Ja. Können wir erstmal so lassen. Auch hier wieder einen weiteren Kreis. Ja gut. Vielleicht können wir dich erstmal hier in Ruhe lassen. Weil gleich wieder Sonntag ist. Aber Blau könnte auf jeden Fall noch einen weiteren Zug gebrauchen. Da hier schon recht viele Leute sind am Warten. Gelb sieht ganz okay aus. Eine weitere Linie oder Waggon. Wir haben zwei. Ich würde sie einfach mal hier. Wohl, nee. Lieber so. Erstmal so lassen. Dann machen wir vielleicht dieses Dreieck hier zum einem großen Bahnhof, wenn es soweit ist. Jetzt muss ich ein bisschen das Auge drauf halten, wo hier viele Leute sind, da wir keine weiteren Waggons haben, noch keine weiteren Lokomotive. Aber es sollte eigentlich alles machbar sein, wenn ich das so sehe. Okay, jetzt kommt hier noch ein Diamant dazu. Warte mal kurz. Ne, sieht alles okay aus. Auch nicht. Ich lasse mir die Zeit etwas langsamer laufen. Das mittlerweile schon echt viele Leute hat bei manchen Stationen. Das wird jetzt ein Problem sein. Linie oder Waggon? Wir haben keinen Tunnel. Heißt, wir müssen kurz mal umstrukturieren. Könnte natürlich jetzt vielleicht mein Tod schon sein. Thank you.
Okay. Dann. Ich frage mich, wenn man jetzt hier. Okay, das ist nochmal ein ganzer Tunnel. Das ist doof. Das ist doof. Ich dachte jetzt vielleicht, würden die Züge durch den gleichen Tunnel fahren. Aber es zählt hier pro. Pro Linie. Zählt das hier? Das ist doof. Das ist auch schon das Tunnel, das ist beschissen. Ich glaube, das ist hier die Schwierigkeit, dass wir hier nur eine gewisse Anzahl von Tunnel haben. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade hier mache. Aber gut. Okay, kurz mal einen Überblick verschaffen. Gelb geht hier entlang. Stern ist mit dabei, Dreieck, Quadrat. Grün nimmt hier oben die Leute mit. Allerdings muss man hier jetzt noch eine Verbindung schaffen nach hier unten. Der Diamant müsste auch irgendwie mit dabei sein. Nope. Und dann mit Rot. Irgendwie eine Rundstrecke machen. Sollte alles angeschlossen sein, wenn ich das so sehe. Dann tun wir hier noch ganz kurz. Einen weiteren Zug dazu. Grün sollte es möglicherweise gleich schaffen. Gelb fährt von da aus. Orange hat eine recht lange Strecke. Rot sollte okay sein. Grün sollte es auch packen. Blau sieht auch so aus. Rot. Ich lasse es kurz mal so laufen. Und die Zeit etwas langsamer. Hat es irgendwo ein Problem? Da braucht es noch einen zweiten Waggon. Das könnte hier ein Problem werden und auch hier. Wird schwierig.
Orange ist ein Problem. Hier wird dann jetzt gleich der Timer kommen, ja. Sorry, du musst ganz kurz hier übernehmen. Sonst haben wir ein Problem. Der Timer sollte hier mit diesem Zug geregelt werden. Orange ist viel zu lang. Das ist das Problem. Hier unten kommt dann auch gleich mal ein Timer. Wo wollen die überhaupt alle hin? Die wollen zum Diamant. Und zum Quadrat. Der Quadrat ist ja hier. Ne, zum... Okay, nach dort oben. Okay, das wird lustig. Ja, gell, wir jetzt noch länger machen. Gell, ich kann da gerade nicht viel machen, daher lasse ich die Zeit mal etwas schneller laufen. Damit vielleicht gleich Sonntag ist und ich hier einen weiteren Zug anbinden kann. Möglicherweise. Oder Orange das packt. Packt Orange das hier schon. Hier auch. Blau ist voll, da haben wir ein Problem. Oh shit. Nicht gut. Okay. Blau braucht auch noch einen weiteren Zug. Ja, nice. Das völlige Chaos. Ich kann wieder das Dreieck hier noch einbinden. Okay, blau. Blau ist am Arsch, wenn ich das so sehe. Okay, orange ist tot. Und blau auch. Wir haben's. Zu spät. Ende. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 698 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb von 42 Tagen. Nur 42 Tage. Oh Mann. Hier war es ein Problem und hier. Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass ich alles gelöscht habe oder nicht. Aber wir hatten keine Tunnel mehr übrig, daher... musste ich handeln. Naja. War jetzt nicht so gut. Können wir mal die Statistik anschauen. Ich meine eigentlich die Statistik hier. 698. Platz 519 unter den 25%. Okay, wenigstens das. Aber das ist jetzt nicht so überragend. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war's mit der heutigen Folge von Mini Metro. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann.